Ein weiterer Baustoff, der hier und da ein Problem darstellt, sei es von der Verarbeitung oder vom Bohren des Lochs bis hin zu den Haltewerten, ist der Bohrenbeton. Hierfür gibt es ein sehr interessantes Produkt von uns. Das ist der VLF-Dübel, den es in verschiedenen Varianten gibt und Längen. Wir haben einmal die Variante mit einem Senkkopf oder wir haben die Variante mit einem Sechskantkopf mit angepresster Scheibe. Diese Produkte sind auch in unterschiedlichen Durchmessern erhältlich. Ich zeige Ihnen gerade mal, wie so ein Dübel eingesetzt wird. Wir haben einen zu befestigenden Gegenstand, wo wir selbstverständlich vorher eine Bohrung gesetzt haben. Er wird einfach auf den Porenbeton aufgesetzt und der Dübel wird durch die Vorbohrung einfach in den Baustoff eingeschlagen. Danach wird der Dübel mit ca. 6 Umdrehungen eingesetzt. Wir sehen, das Anbauteil ist befestigt im Bohrbeton.